Es gibt eine ganze Menge Filme über Menschen mit geistigen und körperlichen Beeinträchtigungen. Es gibt aber nur sehr wenige Filme mit diesen Menschen. Der Bremer Eike Besuden macht genau solche Filme und ist hier mit seinem neuen Weserlusthotel auf der Berlinale vertreten. Maria Fichtner hat sich diesen ungewöhnlichen Beitrag einmal genauer angeschaut. Hotel Weserlust ist ein dokumentarischer Einblick in die Dreharbeiten von All Inclusive von Regisseur und Produzent Eike Besuden. Wenn ich wenn ich ihm sage, was soll ich machen? Du musst erst lesen. Gemeinsam mit Schauspielern wie Doris Kunstmann und Dominik Horwitz ist eine Komödie über einen behinderten Mann, der plötzlich Hotelbesitzer ist, entstanden. Mama hat mal mit mir darüber geredet. Was hat sie gesagt? Eines Tages musst du das alles übernehmen. Naja, aber das hat sie auch Spaß gesagt. Warum denn Spaß? Weil ich das nicht kann. Warum kannst du das nicht? Ja, die können Sie gerne mitnehmen. Jetzt. Okay, so, dann müsste ich noch... die Zimmernummer. Welche Zimmernummer hatten Sie? 7. Die 7, richtig. Alles klar, die 7. So, hatten Sie was aus der Minibar? Nein. 7, richtig, genau. 7. Bitte? Das ist unser Kugelschreiber. Hier. Besonders hierbei, das gesamte Ensemble wie auch die Musiker bis hin zum Chor waren ein bunter Mix aus Menschen aller Art. Weshalb Arbeitsabläufe, Proben und Drehzeiten auf die besonderen Bedingungen der Schauspieler angepasst werden mussten. Einmal nach links moin und einmal nach rechts moin. Einmal nach links moin, einmal nach rechts, okay. Ja, und dann gehst du weiter zu den Mädels. Mhm. Ja? Okay. Moin, Albert. Moin, ihr beiden. Herr Besuden, wie kamen Sie dazu, Filme zu machen mit Menschen mit Beeinträchtigungen? Ganz von Anfang an? Ja, ganz von Anfang an. Als ich noch im aktuellen Bereich gearbeitet habe, da habe ich das erste Mal Kontakt zu solchen Leuten gehabt, über Aktionen, die sie in der Stadt gemacht haben, und habe ganz schnell gemerkt, dass sie mir gut gefallen, diese Leute, weil sie anders sind, weil sie meistens ehrlicher sind, weil sie authentischer sind und weil sie uns auch mal so ein bisschen in andere Richtungen führen, die wir sonst als Profis gewohnt sind. Das ist ganz schön, das zu erleben. Und dann habe ich immer mal wieder die Gelegenheit genommen, solche Beiträge zu machen, damals für Buten und Binnen. Und dann habe ich auch angefangen, längere Filme zu machen. Meistens Dokumentarfilme über deren Situation, über irgendwelche Aktionen, die sie gemacht haben, über die Maler, über die Sänger, über diese vielen schönen Sachen, die sie tun. Und immer mit einem Quäntchen, wir schaffen was ganz Besonderes. Und das ist der Reiz gewesen. Bis zu dem ersten Spielfilm, den ich damals gemacht habe, Verrückt nach Paris. Das war schon eine sehr große Geschichte, die mit viel Risiko behaftet war. Und lief ja hier auch auf der Berlinale, ne? Lief hier auf der Berlinale und war dann auch kein Blockbuster, aber ein ganz guter Erfolg. Wir haben insgesamt 300.000 Zuschauer gehabt mit dem Film im Kino. Das war schon ganz gut. Nicht schlecht. Das war schon ganz gut, ja. Jetzt muss man, bevor man solche Filme macht, ja auch irgendwie finanzieren. Ist das schwieriger, solche Filme zu finanzieren, oder ist das einfacher? Nein, das ist leider schwierig. Und das ist das Blödeste an der ganzen Geschichte, das Geld zusammenzukriegen. Die Arbeit ist prima, das macht Spaß, Filme machen ist was Tolles. Auch mit Schauspielern umzugehen ist wirklich prima und schön. Aber die Phase davor, das Geld zusammenzusuchen, ist hart und mühsam und es ist auch wirklich immer ein bisschen erniedrigend, habe ich das Gefühl, dass man immer irgendwo hinrennen muss, an den Türen kratzen muss und dann geht es ein bisschen und geht dann doch nicht so richtig. Und gerade mit solchen Projekten ist es sehr, sehr schwer, Leute, die auf dem Geld sitzen, davon zu überzeugen, dass das auch was Interessantes werden kann für Zuschauer. Mhm. Weil das Vorurteil ist, dass sie das nicht können, dass sie solche langen Strecken nicht tragen können, dass sie dann vielleicht bei der Arbeit auch ein bisschen zu schwierig sind und so. Hm. Also Unwägbarkeiten. Und ist das so im Produktionsprozess? Ist das schwieriger oder anders?
Das ist anders schwieriger, ja. Also mit professionellen, mit professionellen ja. Schauspielern kann man auch mal reinfallen oder irgendein Drama haben oder sonst irgendwas. Das ist insofern nicht wirklich unterschiedlich. Es ist eine andere Art und Weise zu arbeiten, ja, das stimmt. Das ist auch manchmal schwierig, ja. Und das Heikelste an der Geschichte ist in der Vorbereitung, dass man die Bandbreite trifft. Mhm. Also der professionelle Schauspieler hat zum Beispiel so eine Bandbreite und diese auch Schauspieler haben so eine Bandbreite. Und die muss ich treffen, wenn ich mit ihnen eine Rolle mache. Und deswegen ist auch die Arbeit am Drehbuch und an der Rolle immer verquickt mit der Person. Also ich fange an, ein Drehbuch zu schreiben und eine Idee zu verfolgen und ich mache das aber nicht fertig. Sondern wenn ich es so zu zwei Drittel fertig habe, dann fange ich an, mir die Leute zu suchen dafür, die dazu passen, auf diese Rolle passen. Und dann gucke ich, was die Leute können tatsächlich, um dann den letzten Schliff für diese Leute in diese Rolle zu geben. Das ist schon ein bisschen anspruchsvoller als bei der anderen Art und Weise zu arbeiten, weil da habe ich ein Buch und da gucke ich, was sind die besten Leute, die es in Deutschland gibt und der und der und der macht das und das und das und ist Profi und macht das dann eben. Ja? Und das ist da ein bisschen heikler, ein bisschen anders, ein bisschen besonders. Aber macht auch mehr Spaß scheinbar. Ja, macht mehr Spaß. Macht tatsächlich mehr Spaß, weil sie dann am Ende eine Authentizität haben, die die professionellen Schauspieler selten haben. Nicht nie, aber selten haben. Mhm. Und das ist auch das Tolle im Ansehen hinterher für die Zuschauer, dass sie wirklich das Gefühl haben, das ist haargenau die Person. Und wie kommt das denn beim Publikum an? Also vor allem bei einem nicht beeinträchtigten Publikum versus einem Publikum mit Beeinträchtigungen, die sich ja hier repräsentiert sind. Sind die kritischer als sozusagen die normalen Menschen oder trauen die Normalen sich nicht irgendwie kritisch zu sein, weil das ja politisch inkorrekt wäre? Also da ist die Situation im Film ähnlich wie in der Gesellschaft. Man denkt bestimmte Sachen über diese Leute und möchte so im Allgemeinen eher lieber nichts mit ihnen zu tun haben. Und wenn man ihnen an der Straßenbahnhaltestelle begegnet, dann geht man auch gerne mal einen Schritt weg, weil die könnten einen ja auch anfassen und manche nehmen einen sogar in den Arm. Das ist alles, was so normalerweise nicht so gerne gesehen wird. Mhm. Und deswegen ist es auch schwierig, erstmal Leute zu motivieren, in so einen Film zu gehen. Ja? Wenn sie die Schwelle überschritten haben, dann kriegen wir sie in der Regel. Weil dann gucken sie sich die 90 Minuten an und dann haben sie auch meistens eine Begeisterungsfähigkeit für das, was sie können und sind dem sehr zugetan und führen dann auch andere da rein, die den Bezug noch nicht haben. Also die Schwelle zu kriegen, das ist erstmal das Schwierige. Aber wenn man dann drin ist oder wenn der Zuschauer dann drin ist, dann ist ja meistens angetan von dem, was die dann trotzdem machen, weil sie ihnen das in der Regel gar nicht zutrauen, sowas zu können. Eine letzte Frage möchte ich Ihnen noch stellen. Sie haben jetzt Spielfilme gemacht und auch Dokumentarfilme. Welches Format eignet sich eigentlich besser zur Vermittlung? Kann ich mich nicht entscheiden. Würde ich mich auch gar nicht entscheiden wollen. Wir haben ja jetzt in diesem Sommer zwei Filme gemacht, nämlich einen Spielfilm und einen Dokumentarfilm. Das macht beides richtig viel Spaß. Das ist richtig toll. Ich glaube, dass am Ende der für Zuschauer interessantere Film tatsächlich der Dokumentarfilm ist, weil er den Blick an die Leute dichter freigibt. Das ist nicht das Spiel, ja, sondern das ist dann tatsächlich die Person. Und zwar nicht die geschauspielerte Person, sondern die reale Person. Und diese Person erzählt aus ihrem Leben und erzählt, wie sie wohnt und was sie macht und was sie tut, worüber sie lacht und worüber sie traurig ist. Und das zu erfahren und das rauszuholen aus den Leuten für eine Dokumentation, ist prima, ist toll und ist, glaube ich, auch für Zuschauer eine große Bereicherung, vor allem für die Zuschauer, die den Bezug nicht wollen oder lieber die Distanz haben wollen. Ja, weil sie einfach dann, nachdem sie so einen Film gesehen haben, das Gefühl haben können, meine Güte, es ist ja vielleicht auch gar nicht so, dass ich mich da so distanziert halten muss, sondern ich kann da auch mal drauf zugehen. Es sind doch ganz interessante Leute. Das stimmt. Vielen Dank für dieses wunderbare Gespräch, Herr Besun. Das war's schon. Kein Problem. Danke. Mir.